Hey meine Lieben und willkommen zurück zur Folge 191 bei Let's Play Minecraft 1.20.2. So meine Freunde, bevor ich hier anfange, zwei kleine wichtige Informationen für euch. Zu einem erstmal Information Nummer 1, ich streame auch auf Twitch, holidabat231, Link ist in der Videobeschreibung. Ich streame montags, mittwochs und freitags. Und zweiter wichtiger Hinweis für euch oder Information, scheut euch nicht, mir eure Meinungen zu dem Video, zu mir oder sonst was zu geben. Kritik ist auch immer gern gesehen. Und wenn ihr irgendwelche Tipps und Vorschläge habt, wie gesagt, keine Verscheu, ab in die Kommentare damit. Tut euch nicht weh. Und mir auch nicht. So, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben, wie wir den zweiten Lagerraum ausgebaut haben oder ausbauen tun gerade. Ich habe euch, wie gesagt, auch das Texture Pack und das Dynamic Surrounds Dings habe ich euch diesmal in der Videobeschreibung verlinkt. Oh, das wird ein bisschen problematisch. Hier ist ein bisschen überflutet. Deswegen muss ich das Ganze ein bisschen mit Bruchstein ausbasteln. Ich glaube, das können wir wieso gleich komplett ganz damit machen. Schadet uns nicht. So, ich habe jetzt auch wieder zwei neue Sachen reingemacht. Ich hoffe, sie funktionieren. Zu einen habe ich es reingemacht, dass die Zombies anders anschauen. Ich habe die Tifios Zombie Mod rein und ich habe auch Clear Glass Mod, Texture Pack, Resource Pack reingetan. Also gemoddet ist hier nichts. Oh, aber hier ist ein bisschen Schwerstarbeit zu machen, wie es ausschaut. Ja. Ei. Kurz das Wasser hier ertränken. 1, 2, 1, 2. Ich zähle das hier mit 1, 2. Dann muss ich hier weitermachen. Das werden wir auch gleich hören. Vielleicht haben die Zombies dadurch dieses Ganze auch ein bisschen anderen Sound. Weil ich bin schon neugierig, ob es geklappt hat. Weil die Tifios Zombie Mod, die war jetzt nicht so ganz kompatibel mit der Version hier. Ergo bin ich schon neugierig, ob es geändert hat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das. So breit reicht das eigentlich. Die Decke könnte noch ein bisschen höher sein. Ah, da ist sogar Kohle. Die brauchen wir jetzt aber aktuell nicht. Aber ich bin halt neugierig, ob das jetzt geklappt hat mit dem Glas und mit den Zombies. Es wird auch gerade wieder Tag. Das ist ein bisschen schade, weil dann sehen wir die Zombies nicht so wirklich. Wir schauen doch trotzdem mal nach. Erstmal, was das Glas angeht, ob es geklappt hat. Wenn wir jetzt gleich sehen. Ja, also bei Buntglas, glaube ich, hat das ein bisschen Probleme. Oh, also auch bei dem Glas. Naja, klappt so einigermaßen, was das Glas angeht. Schaut jedenfalls besser aus als davor. Finde ich jetzt. Wie gesagt, wenn ihr andere Meinung seid, piep, piep, ab in die Kommentare, schadet nicht. Hier haben wir auch nichts gerade in den Öfen, oder? Doch, hier haben wir auch Eisen. Er braucht jetzt gar nicht schmelzen, weil wir kriegen ja Eisen for free ständig von unserer Eisenfarm. Könnt ihr ja mal, ich denke mal, es ist legitim, wenn ich einfach mal Nacht mache. Time set night. Dann gehe ich ein bisschen rum und schaue, wie die Zombies ausschauen. Und das schaut doch auch richtig schön aus, oder? Das können wir doch gleich als Thumbnail hernehmen. Schauen wir mal, vielleicht entdeckt uns ja hier irgendein Zombie. Creeper wäre natürlich jetzt nicht so gut. Da glaube ich, packe ich meinen Pfeil und Bogen mal kurz aus, auch wenn ich nur viel Pfeile habe. Obwohl, wir können ja da schon bei dem Zombie schon, ob es geklappt hat. Stimmt, wir haben ja einen. Ja, es hat geklappt. Hört sich auch dementsprechend ekelhaft an. Finde ich gut. Hätten wir gar nicht Nacht machen müssen.
Habe ich wieder nicht dran gedacht, dass wir doch schon Zombie irgendwie irgendwo gefangen haben. Aber gut. Dann machen wir halt ganz. Ich meine, wir sind eh unter Tage, aber nur damit ich mir sicher sein kann, dass es Tag ist. Nachts macht das ganz schön komische Geräusche, das Windtor Texture Pack. Ganz merkwürdige Geräusche. Der Sound erinnert mich ein bisschen aus so einem Animationsfilm von Five Nights at Freddy's. Wenn der Golden Freddy auftaucht, oder ja doch, allgemein der goldene Freddy. So, hier kann man das auch gleich machen. Schaufel weg, Bruchstein hin. Ja, das passt schon von der Breite und von der Höhe. Also, Monster nicht ab, das passt. Und ihr wisst ja, was nicht passt, wird passend gemacht. Machen wir schon mal hier die Wand. Weil die werde ich auch aus Bruchstein machen. Weil dann haben wir auch mal einen Bruchsteinraum. Und wie gesagt, die Kohle ist mir gerade relativ. Da kriegen wir immer wieder was hier im Spiel davon. Da muss man jetzt nicht unbedingt. Oh, das muss ich unbedingt abbauen. Das ist Kohle. So. Hier kommt die Flut. Ist ja gleich dunkel. Oh, dieses Wasser ist schon relativ störend. Haut mir immer meine Fackeln aus. Dann mache ich halt eben so. Auf einmal kommt hier oben Wasser, weißt? So, ja, ich habe die Fackel jetzt richtig platziert. Kommt schon wieder Wasser. Eine Sache möchte ich hier aber auch, weil ich es einfach mal will, festhalten. Ich bin kein reiner Minecraft-Let's Player. Ich mache verschiedene Spiele, weil ich dann auch mehr Abwechslung für mich und für euch habe. Also nicht, dass jetzt einer meint, ja, oh, der macht jetzt bloß noch Minecraft. Nope. Das wäre für mich persönlich zu langweilig, wenn ich nur Minecraft-Let's Playen würde. Und will ich auch gar nicht versuchen. Weil es gibt viele Leute, die würden dann wahrscheinlich sagen, oder wie ich, wahrscheinlich denken, hey, dann mach doch einen dritten Kanal auf, wo du nur Minecraft-Let's Plays machst. Oder Minecraft-Videos. Nope. Kein Bedarf. Kein Bedarf. Keine Lust. So. Und es stimmt ja auch, zum Beispiel, wenn man immer die neuesten Spiele spielt, dass man auch immer wieder neue Zuschauer kriegt. Und wenn man nur alte Spiele spielt, dann kommt da fast gar nichts mehr zustande. Das ist mir eigentlich relativ Wumpe. Weil, wieso soll ich Spiele spielen, die mir eventuell keinen Spaß machen? Ich meine, ich hätte Hogwarts Legacy, aber da beschweren sich ja auch stellenweise Leute, dass das in dem Sinne, nur weil die Schriftstellerin von Harry Potter irgendwas gesagt hat gegen eine bestimmte Menschengruppe oder so, da bin ich zwar nicht ihrer Meinung, aber warum sollte ich dann das Spiel nicht spielen oder so? Und ich will nicht wissen, wie viele Schriftsteller, wie viele Schauspieler,
gegen irgendwelche Menschengruppen was gesagt haben. Die Leute schauen sich deren Sachen trotzdem an und kaufen sich deren ihr Zeug. Weil wenn die wirklich gegen das sind, was diese Schriftstellerin oder der Schauspieler oder der Schriftsteller gesagt haben, was haben und sagen, sie wollen das nicht unterstützen, dann sollten die auch nicht ihr Produkt kaufen. Und dann manche Leute machen es halt trotzdem. Wo ich mir denke, ja, erst sagst du bist voll gegen sie, weil sie das und das gegen die und die Leute gesagt hat. Und dann kaufst du doch irgendwie ihr Produkt. Oder wo sie daran Gewinn mitmacht. Dann ist das voll Gelabere. Man soll ja nichts von ihr kaufen, man soll sie ja nicht unterstützen. Sinnfrei gewesen. Nee. Ganz ehrlich, auf solche Leute werde ich partout nicht hören. Dann darf er dich zum Beispiel auch nicht Bands of Brothers schauen, ein Kriegsfilm, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Darf er dich auch nicht schauen, ist ja, weil da ja was gegen Ausländer gesagt wird und so weiter. Oder dass da die bösen, bösen, freundlichen Deutschen mitspielen, nenne ich es mal. Mit ihren komischen roten, rot-weißen Zeichen und so weiter, das sie ja ganz schön im Kindergarten erfunden haben und so weiter. Oder ich darf halt zum Beispiel auch keine Spiele spielen, wo man Kinder schlagen kann. Weil bei Skyrim zum Beispiel, da kann man den Kindern im Dorf, kann man, die, kann man die Kinder im Dorf angreifen. Da darf ich auch kein Skyrim spielen, weil das ja schlechtes Beispiel ist, weil das ja Leuten, die sich das Spiel kaufen, denen quasi ja Kindesmissbrauch vorgaukelt, wenn man die Kinder schlägt oder sogar abst. Ich glaube sogar, man kann sie abstechen, die Kinder in Skyrim, aber die sterben halt nicht, weil das NPCs sind, ganz wichtige. Oder dann dürfte man auch kein GTA spielen, weil da kann man auch also nicht im Online, doch im Online-Modus kann man es auch, aber auch im Einzelspielmodus kannst du ja auch Autos in die Luft jagen, kannst Passanten totprügeln, weil dann darfst du sowas auch nicht unterstützen, weil du unterstützt ja damit quasi, ja, kann man schon sagen, Amokläufer, Terroristen und so weiter. Und da fällt in GTA fällt auch sehr oft das N-Wort. Dann darfst du das ja auch nicht spielen, aus dem Grund, weil dann wärst du ja ein Hobby-Rassist. Viele würden wahrscheinlich jetzt den Kopf schütteln und sagen: Ach, hör doch auf zu labern, du hast doch von dem keine Ahnung. Doch, habe ich! Da sollte ich keine Ahnung davon haben. Es ist doch scheißegal, ob es jetzt virtuelle Gewalt ist oder ob es reale Gewalt ist. Das ist doch egal. Ich würde ja dann quasi Gewalt unterstützen. Ich würde Gewalt gut finden. Wie gesagt, euch schadet es nicht, eure Meinung, eure Kritik, eure Tipps, eure Vorschläge in die Kommentare zu schreiben. Piep, piep. Und denkt daran, ich streame auch auf Twitch. Und zwar HolyDiver 231. Link ist in der Videobeschreibung. Ich streame montags, mittwochs und freitags, falls nicht was dazwischen kommt.
Und falls ja, gebe ich, werdet ihr informiert auf den Discord-Server, wo die da war 231. Und da ist die nächste Eisenspitzhacke hinüber. Ich meine, dass zu dem Thema Kommentare und so weiter muss ich auch noch mal was wiederholen, falls ich es nicht schon mal gesagt habe. Und ich habe es bestimmt in irgendeinem Minecraft-Video bestimmt schon mal gesagt. Ich zwinge keinen einzigen von euch aktiv unter meinen Videos zu sein. Es wird mich immer wieder Leute geben, die sagen: Holy, du kannst doch die Leute nicht dazu zwingen. Und dann überlege ich mir, dann raucht der Kopf ein bisschen, dann siehst du da in meinem Kopf auf einmal so eine Blase mit Zahnrädern. Und dann überlege ich, ich habe doch in keinster Weise gesagt, dass sie das müssen. Habe ich nie erwähnt. Und ich will jetzt auch nicht damit behaupten, dass die Leute, die das sagen, keine Ahnung haben von der Materie, was YouTube und so weiter angeht. Aber dieser Kommentar ist zwar, ich will jetzt nicht behaupten, dass das nicht stimmt. Aber ich habe nie, wenn ich keinsterweise gesagt habe, ihr müsst oder ihr tut oder ihr sollt, dann ist das auch kein Zwang oder so weiter. Dann kann man sich eigentlich diesen Kommentar sparen. Aber hey, sobald ich das so anspreche, bin ich immer der gemeine YouTuber Holy Diver 231 und so weiter. Aber hey. Ich sag mal so, wenn ich jedes Mal für den Satz, Holy, du kannst die Leute nicht dazu zwingen, sagen wir so 20 € kriegen würde, wäre ich jetzt schon reich. Und ihr würdet keinen einzigen Cent davon sehen. Da brauchen dann keine Leute herkommen und sagen: Hey, ich bin doch dein bester Freund, Holy, gib mir doch ein bisschen so 1000 € oder so. Ich hatte schon das Thema mit meinem Vater, wenn ich im Lotto gewinnt hätte, also diese, ich weiß jetzt nicht, wie viel es denn aktuell, habe ich den Stand 10 Millionen Euro. Wenn ich da im Lotto gewinnt hätte, keine meiner Zuschauer, keine meiner Freunde, keine meiner Geschwister würde einen müden Cent davon sehen. Weil das wird schön gespart, das wird schön aufgehoben und wird nur das Nötigste gekauft. Aber wie ist das mit euch, wenn ihr jetzt, sagen wir, so im Lotto gewinnt hättet oder was erben würdet, so an die, sagen wir jetzt nicht übertrieben 10 Millionen, sondern so, sagen wir mal so 5.000 € oder sagen wir mal 8.000 €. Was würdet ihr mit dem Geld machen? Würdet ihr das investieren, würdet ihr das sparen oder würdet ihr das sofort für irgendwelchen Müll ausgeben? Das würde mich mal interessieren. Weil ich glaube, so 8.000 € sind schnell ausgegeben, wenn man damit nicht, wenn man das nicht richtig spart. So. Weil da bin ich echt gespannt, wenn darauf eine Reaktion kommt, was die Leute mit den 8.000 € machen würden alles. Das würde mich echt interessieren. Also, wenn ich 8.000 € gewinnen würde oder vererbt bekommen würde, am Anfang wüsste ich erstmal nichts, was ich mir kaufen wollen würde. Zum anderen würde ich mir sagen, dann würde ich meinen PC noch ein bisschen upgraden, mehr RAM-Riegel, zwei noch RAM-Riegel reinhauen, noch eine bessere Grafikkarte,
Mit der Belüftung bin ich eigentlich zufrieden. Vielleicht noch einen dritten Monitor, eine bessere Tastatur, bessere Maus, ordentliche Kopfhörer, nicht den Rotz, den ich gerade aufhabe. Noch ein besseres Mikrofon. Und den Rest würde ich sparen. Würde ich aufheben. Ich hasse diesen Baufehler jedes Mal in Minecraft. Das ist bei jedem Minecraft-Spieler wieder schon gesehen. Du baust schön, auf einmal guckt ein Block raus. Das ist so Standard. So. Was ja auch noch immer so interessant ist, was man so beobachten kann. Das ist auch bei Serien so, das ist auch in Real Life so. Wenn ein Typ reich ist, sagen wir, also jetzt nicht stinkreich, aber reich ist, dann werfen sich ihm die schönsten Frauen immer in den Hals. Und das Krasse ist ja, diese Frauen, die lieben ihn nicht wirklich, die sind nur scharf auf das Geld. Kann vielleicht ein- oder zweimal der Fall sein, dass es nicht so der Fall ist, dass die Frau ihn wirklich liebt. Aber in den meisten Fällen, also wirklich in den meisten Fällen, sind die Frauen nur auf das Geld scharf. Ist auch andersrum so. Wenn die Frau reich ist, dann umschwärmen sie die Frau die schönsten Männer oder auch so ungefähr reiche Männer, weil sie sagen, ja, da kann ich noch ein bisschen mehr ab, kriege ich noch ein bisschen mehr Geld ab. Natürlich will ich jetzt auch nicht alle Frauen, alle Männer, die so sind, in eine Schublade stecken. Kann ja auch, wie gesagt, der Fall sein, dass wirklich Liebe dahinter steckt. Aber meistens ist der Fall, dass immer nur das Geld im Blick ist. Aber ich muss zugeben, wenn ich Themen öfters wiederhole in Videos, da komme ich mir schon vor wie so eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Komme ich mir wirklich so vor, bin ich ganz ehrlich. Dass auch stellenweise dann Leute genervt sind, kann ich auch voll und ganz verstehen. Sagen wir so, wenn mir jetzt als einer in die Kommentare schreibt, ja, hol die Themawechsel oder mach mal andere Themen, nicht immer dasselbe. Kann ich es voll und ganz verstehen? Sage ich ja, okay, dann schlage ich andere Themen auf. Aber ich habe ja gesagt, solange da nicht steht, was davon steht, denke ich, werden die Leute schon nichts dagegen haben, weil wenn da nicht steht, denke ich mir, okay, dann mache ich so dezent weiter. Ich weiß, ich werde da mich auch ein bisschen dann zurückhalten, was Themen angeht, weil dass ich mich ständig wiederholen tue, geht mir auch irgendwo gegen den Strich. Aber solange ich es nicht so übertrieben mache, denke ich mal, ist es für jeden okay, hat sich ja bis jetzt noch keiner beschwert. Und wie ihr seht, geht das zweite Lager ganz gut voran. Weil viele würden erstmal das Ganze ausbauen und ausschlagen und dann zubauen wieder. So, die Breite haben wir jetzt schon mal. Also so weit sind wir, weil ich glaube, größer soll ich es ein bisschen übertrieben machen. Ich glaube, ich mache es ein bisschen übertrieben. Aber meine Freunde, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft in der 1.20.2.
Denkt daran, Kritik ist gern gesehen, Meinungen zu den Themen, die ich in den Videos aufschnappe, auch gern gesehen, Vorschläge und Tipps, das alles in die Kommentare. Denkt daran, ich streame auch auf Twitch, da heiße ich auch HolyDiver231, Link ist in der Videobeschreibung und ich streame montags, mittwochs und freitags. Falls was nicht dazwischen kommt, wenn was dazwischen kommt, werde ich euch hier auf meinen HolyDiver Discord Server Bescheid geben. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald.